haben 3 Jahre zusammen gewohnt und sehr, sehr viele Erfolge gefeiert und eine sehr schöne Zeit da gehabt. Hey, ich bin Joel Bierlehm. Ich bin seit 2 Jahren Torwart beim SCDFK Leipzig und ich habe euch heute meine Traum-7 mitgebracht, bei der ich gerne Betreuer wäre. Im Tor habe ich Johann Schönstrand. Das ist auch der einzige Spieler in meiner 7, mit dem ich nicht zusammengespielt habe. Aber in Richtung Vorbild ist das auf jeden Fall ein Mann, den ich da sehr, sehr, sehr gerne zugeguckt habe. Gab auch mal ein Vorbereitungsturnier, wo ich noch gar nicht gespielt habe, aber extra früh gekommen bin, um ihm einfach nur beim Aufwärmen zuzugucken. Links außen habe ich Tim Rehmer. Mit ihm habe ich mein erstes Profijahr in der ersten Bundesliga zusammengespielt in Lübeck. Ich glaube, ein Typ, der kann jede Ballsportart, hat nie sein Potenzial richtig ausgeschöpft, aber ein richtig, richtig, richtig guter Typ und schon in Richtung ein bisschen Mentor in meinem ersten Jahr. Rückraum links ist bei mir Marian Michalczyk, eigentlich mein bester Freund und ehemaliger Mitbewohner in Mindener Zeiten. Haben 3 Jahre zusammen gewohnt und sehr, sehr viele Erfolge gefeiert und eine sehr schöne Zeit da gehabt. Rückraum Mitte ist Dalibor Doda. Ich glaube, zu ihm muss man nicht viel sagen. Ist einfach eine Legende. Ich glaube, es gibt wenig Spieler, die in der letzten Sekunde so effektiv waren wie er und auch in der Mindener Zeit auf jeden Fall einer der tragenden Rollen und für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiger Mensch. Rückraum rechts Franz Semper, mein ehemaliger Zimmerkollege auf Auswärtsfahrten letztes Jahr, habe mit ihm in der Junioren-Nationalmannschaft zusammengespielt und war mit ihm im Kroatienurlaub. Und ja, ich glaube, zu Franz muss man auch wenig sagen, ein super Handballer und ein super Typ. Peter Strohsack, mit ihm durfte ich 1 Jahr in Lübeck spielen, auch ein super entspannter Typ, sehr, sehr guter Mensch und ich glaube auch ein sehr, sehr solider Rechtsaußen. Alen Milosevic, jetzt mein Mitspieler und Kapitän. Ich glaube, sportlich gesehen unterbewertet in den letzten Jahren und auch persönlich ein super Typ.